Die Dschungel und Wälder der Erde haben die Menschheit seit Jahrtausenden verängstigt. Es ist wahrscheinlich einfach beunruhigend, nicht zu wissen, was hinter dem nächsten Baum lauern könnte. Das hat uns jedoch nicht davon abgehalten, sie zu erforschen und nach den verlorenen Städten und Schätzen zu suchen, von denen es reichlich geben soll, wenn man auf Gerüchte und Legenden vertraut. In den letzten Jahren hat sich die Welt zu einem viel kleineren Ort entwickelt. Gerade Satelliten haben einen großen Teil dazu beigetragen. Die Urwälder halten jedoch immer noch ihre Geheimnisse fest. Große Mengen an Land sind noch unerforscht. Stämme sind noch nicht entdeckt, Kreaturen undokumentiert und Dinge, die noch nie zuvor entdeckt worden sind, verstecken sich unter dem dichten Blätterdach des Dschungels. Amazonas Regenwald Alien. Im Jahr 2011 haben zwei britische Touristen, die die brasilianische Region Mamaus besuchten, versehentlich ein Foto von einem außerirdischen Wesen aufgenommen. Das Wesen wurde im Hintergrund eines Bildes von dem bekannten Schriftsteller Michael Cohen gesichtet. Die Form des Wesens ähnelt keiner Lebensform, die der Menschheit gegenwärtig bekannt ist, doch scheint sie ein humanoides Erscheinungsbild zu haben. Was das Ganze noch erschreckender macht, ist die Tatsache, dass das Gebiet für häufige UFO-Sichtungen bekannt ist und viele spekulieren, dass Aliens aufgrund der dortigen Artenvielfalt an diesem Gebiet interessiert sind. Die Region wurde selbst von der brasilianischen Regierung untersucht. Bei der Operation Prato wollte man dort mit Hilfe des Militärs feststellen, ob tatsächlich außerirdisches Leben in der Region zu finden sei. Diese Operation wurde von der Regierung jahrelang vertuscht, bis die Akte aufgrund von massivem Druck der ansässigen Bevölkerung schließlich doch freigegeben wurde. Die verlorene Stadt der Giganten. Tief im ecuadorianischen Dschungel wurde 2012 eine verlorene Stadt entdeckt. Es war jedoch keine normale antike Stadt. Sie ist bekannt als die verlorene Stadt der Giganten. Berichten zufolge fanden die Forscher bei ihrer Ankunft eine Reihe von massiven Strukturen vor, von denen die größte eine 79 Meter hohe und 79 Meter breite Pyramide war. An der Spitze der Pyramide befindet sich jedoch ein flacher, polierter Stein, der vermutlich als Opferaltar diente. Die Größe dieser Gebäude gibt der Stadt ihren Namen und führte viele Archäologen zu der Annahme, dass die Stadt tatsächlich von Riesen erbaut und bewohnt wurde, obwohl viele andere in diesem Punkt verständlicherweise skeptisch sind. Was diese Entdeckung noch seltsamer macht, sind nicht nur die Gebäude selbst, sondern auch die Werkzeuge und Artefakte, die man dort fand. Übergroße Werkzeuge sollen angeblich so groß gewesen sein, dass es für normale Menschen unmöglich gewesen wäre, sie zu nutzen. Das Team, das die Stadt entdeckt hat, glaubt, dass die Werkzeuge ein entscheidender Beweis dafür sind, dass einst Giganten die Erde bevölkerten. Kochender Fluss. Es gibt einen Fluss im Herzen des peruanischen Amazonas, der alles tötet, was hineinfällt. Er kann Temperaturen von über 93 Grad Celsius erreichen. Sogar Dampf steigt regelmäßig von der Oberfläche auf. Es gibt keine Bestätigung darüber, wie das Phänomen entstanden ist, aber es wird vermutet, dass ein Bohrunternehmen versehentlich ein geothermisches System zerstört und Gase aus der Erde in den Fluss freigesetzt hat. Laut den Einheimischen ist der Fluss ein Ort von großer spiritueller Kraft und oft versammeln sich die Einheimischen an seinen Ufern, um Lieder zu singen und zu beten. Maricoxi. Der Maricoxi ist im Prinzip nichts anderes als der Bigfoot Südamerikas. Es wird berichtet, dass diese riesige affenähnliche Kreatur bis zu fast 4 Meter groß werden kann. Obwohl sie primitiv erscheinen, sollen sie ziemlich intelligent sein, Bogen und Pfeile nutzen und sogar in Dörfern leben. Nach Angaben des britischen Forschers Percival Fawcett, der 1914 den Kreaturen bei der Kartierung der Urwälder Südamerikas begegnet sein soll, waren sie extrem haarig und lebten nördlich eines Stammes namens Maxubi. Sie konnten nur grunzen und waren Menschen gegenüber äußerst feindselig. In einem Buch beschreibt er, wie er und seine Männer von einer dieser Bestien beinahe angegriffen wurde, bei dem Versuch, sich einem ihrer Dörfer zu nähern. Sie konnten jedoch die Bestie fernhalten, indem sie ihre Geschütze vor die Füße der Kreatur in den Boden feuerten und sie vor Schreck davonrannte. Im Jahre 1925 verschwand Fawcett zusammen mit all seinen Männern auf einer Expedition, um eine verlorene Stadt zu finden. Theorien deuten darauf hin, dass sie von lokalen Stämmen getötet wurden oder verhungerten. Einige sagen jedoch, dass sie von den Maricoxi getötet wurden, obwohl es dafür keine Beweise gibt. Der Steinkopf von Guatemala. In den 1950er Jahren wurde im Dschungel von Guatemala ein kolossaler Steinkopf entdeckt, ähnlich derer, wie sie auf den Osterinseln zu finden sind. Das Gesicht hatte ungewöhnliche Merkmale wie dünne Lippen, eine große Nase und wurde in den Himmel gerichtet. Die Züge glichen einem kaukasischen Mann, was nicht zu der Kunst der damaligen Zeit passte, da der Kontakt mit Kaukasiern zu diesem Zeitpunkt noch nicht gegeben war.
Jahre nach seiner ursprünglichen Entdeckung wurde der Kopf eines Morgens zerstört aufgefunden. Die Geschichte des Steinkopfes wird sogar von einem Dokumentarfilm thematisiert, in diesem wird aber behauptet, dass es Fotobeweise geben soll, wie angeblich Außerirdische mit früheren Zivilisationen in Kontakt gekommen seien. Die Region ist zwar grundsätzlich für ihre Steinköpfe berühmt, jedoch gleiche keiner von all diesen dem kolossalen Steinkopf mit den kaukasischen Gesichtszügen.